Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch in diesem Video die neuen Standschablonen vom Action vorstellen. Es gibt diverse kleine für 99 Cent und dann gibt es welche von der Firma DecoTime für 2,39 Euro. Natürlich zeige ich euch die Standschablonen, wie diese verpackt sind, wie die ganzen Elemente dann ausgestanzt aussehen und natürlich gebe ich euch auch wie immer die Größe durch, so dass ihr eine Vorstellung habt, wie groß letztendlich das Motiv ist und dann werde ich euch natürlich auch noch sagen, welche Motive sich gut ausstanzen lassen haben, welche eher weniger gut, worauf man vielleicht ein bisschen achten sollte. Natürlich sage ich euch dann auch, welches Papier ich benutzt habe und zum Schluss werde ich dann noch zwei Stanzmotivschablonen mit euch gemeinsam ausstanzen. Als erstes möchte ich euch diese große Blumenstandschablone vorstellen. Diese Blüte ist ca. 9 cm x 11 cm, perfekt somit für eine A6-Karte. Ich finde, dass man das Motiv sehr gut für eine Trauerkarte verwenden kann. Man könnte auch versuchen, diese Blüten einzeln an den Rändern zu trennen, um diese dann einzeln zu verwenden. Und bei dieser Rose kann man hier diese Blätter hochstellen. Die zweite Standschablone, die ich euch zeigen möchte, sind diese länglichen Blumen und die finde ich wirklich traumhaft schön. Die zeige ich euch gleich auch nochmal ausgestanzt aus holographischem Papier, was es ja ebenfalls relativ neu beim Action zu kaufen gibt. Und hier ist es so, dass man auch versuchen kann, an den Rändern sozusagen die Blüten auszuschneiden. Das kann man mit den Blättern ebenfalls machen und dann kann man halt auch versuchen, verschiedene farbige Effekte bei diesen Motiven zu erzielen. Die erste Blüte hier oben ist ca. 9 cm x 3,5 cm und die untere hier aufgrund der verschiedenen Blätter ca. 9 cm mal 3,7 bis 4 cm. Und dann zeige ich euch noch die ausgestanzten Elemente aus dem holographischen Papier. Hier oben habe ich die Blüte aus dem goldenen ausgestanzt und hier unten das Ganze aus dem roséfarbenen. Und was man auch machen kann, ist einfach diese ganzen ausgestanzten Kleinteile in dem Element drin zu lassen und das Ganze einfach komplett aufzukleben. Das kann man auch machen, das sähe bestimmt auch ganz schön aus, nur bei der Blüte. Und das wollte ich euch einfach nur als Beispiel zeigen. Die dritte Schablone, die ich euch zeigen möchte, ist diese mit den Hintergründen. Die finde ich besonders schön. Man kann die perfekt für männliche Projekte benutzen, aber auch zum Beispiel für Halloween finde ich diese Hintergründe super geeignet. Man hat hier so eine kleine Ziegelmauer und das andere könnte etwas Aufgeplatztes sein oder ein Tierfell. Also das kann man halt wahrscheinlich für die verschiedensten Anlässe benutzen. Diese Ziegelmauer könnte man versuchen aneinander zu setzen, um sozusagen eine größere Mauer zu erzielen. Die ist ca. 3 cm mal 6,2 cm und das große Motiv ist ca. 9 cm mal 5,5 cm und diese habe ich ebenfalls aus dem holographischen Papier ausgestanzt und das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Das holographische Papier, was ich hier verwendet habe, ist das silberne. Das finde ich auch wirklich wunderschön. Und auch hier habe ich einfach ein paar Teile in dem
ausgestanzten Muster drin gelassen, weil ich das bei diesen Hintergründen auch sehr passend finde. Die vierte Stanzform, die ich euch zeige, ist diese Mondstanzform mit den Blüten. Ich finde die traumhaft schön. Ich würde aber versuchen, hier den Mond mitunter wegzuschneiden. Dann hat man noch eine weitere Variante und dann kann man das Element auch super schön zum Beispiel auf eine Ecke von einem ausgestanzten Quadrat oder einem Kreis draufkleben. Man kann natürlich auch versuchen, die Blüten wieder einzeln rauszuschneiden. Bei den Blüten ist es so, dass man die etwas hochwölben kann, wie bei der größeren Blüte vorhin. Und dann hat man noch den Schriftzug Moon, der ebenfalls natürlich sehr passend zu diesem Blütenmond ist. Der Mond ist ca. 8,5 cm x 8 cm und der Schriftzug ist ca. 4 cm x 1,5 cm. Die fünfte Standschablone, die ich mir gekauft habe, ist die mit dem Vogelmotiv, weil der Vogel mir besonders gut gefallen hat. Der lässt sich auch wunderbar ausstanzen. Mit dabei hat man noch drei Schriftzüge. Der Vogel ist ca. 5,5 cm x 5. Das Hello ist ca. 4 cm x 2 cm. Das Smile ca. 4,5 x 2 cm. Und der Schriftzug Sunshine ca. 7 cm x 2 cm. Die sechste Standschablone, die ich mir gekauft habe, ist die mit dem Pferdekopf. Ich persönlich habe jetzt keinen im Bekanntenkreis, wo jemand ein Pferd besitzt. Ich fand das Motiv aber einfach wunderschön, wie das Ganze schon hier abgebildet war. Das Pferd lässt sich auch wunderbar ausstanzen und das ist ca. 7 cm x 9 cm und der Schriftzug, der aber getrennt ist, das bedeutet, das H ist einzeln und das Ors ist somit dann zusammen, ist ca. 4 cm x 1,7 cm. Die siebte und letzte Standschablone, die ich mir gekauft habe, sind diese Ecken geworden. Ich habe die gekauft für quadratische Karten, für besondere Anlässe, die vielleicht anstehen, wie Hochzeiten und auch für Mini-Alben. Man hat ja hier ein Unzeichen mit dabei, was ja perfekt für Hochzeiten wäre. Eine kleine und eine größere Ecke. Die kleinere Ecke ist ca. 3 cm mal 10 cm, die größere ist ca. 5 cm mal 12 cm und das Unzeichen ist ca. 3 cm mal 3,5 cm und das Ganze, wie ihr seht, hat sich wunderbar ausstanzen lassen. Zum Schluss zeige ich euch noch die kleinen Standschablonen, wo es auch unzählige Motive gibt. Ich habe mich aber nur für diesen Gecko bzw. Salamander entschieden und für diesen schönen Schmetterling. Diese Schablonen kosten bei uns 99 Cent. Der Schmetterling ist 5,8 cm x 4 cm und der Gecko bzw. Salamander ist ca. 6 cm x 2 cm. Bei dem Schmetterling muss man auf jeden Fall etwas öfters hin und her kurbeln, weil das Ganze doch sehr filigran ist.
Das würde ich euch auch bei den Ecken raten und auch bei den Blütenmotiven. Alle anderen Motive haben sich bei mir ansonsten einwandfrei ausstanzen lassen. Ich habe jetzt hier eine kleine Stanzmaschine stehen und etwas zugeschnittenes Papier. Das ist das holographische Papier und diesen kleinen Salamander bzw. Gecko. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, wie gut das Motiv sich schon aus diesem Folienpapier ausstanzen lässt. Ich habe jetzt hier das roséfarbene holographische Papier und diesen filigranen Schmetterling. Bei filigranen Stanzformen sollte man einfach grundsätzlich mindestens 2, 3 oder 4 Mal das Ganze durch die Maschine durchkurbeln, damit auch alle feinen Elemente gut ausgestanzt sind. Zum Rauslösen von solchen Stanzformen habe ich immer so eine kleine Prickelnadel und dann piekse ich einfach in die Schablone hinein und hole mir dann hier die ganzen Kleinteile raus. Es gibt aber auch so eine Bürste mit so einer Matte, wo man das Ganze dann drauflegen kann, um diese ganzen Kleinteile dann aus dem Papier herauszulösen. Sowas habe ich auch, aber ich mache das meistens mit einer Prickelnadel und das Ganze funktioniert genauso gut, dauert vielleicht nur etwas länger. Wie ihr seht, habe ich den Salamander einwandfrei gelöst bekommen. Der kommt einem eigentlich schon entgegen. Der Schmetterling funktioniert aber genauso gut, wenn man den einfach etwas öfters durch die Stanzmaschine durchkurbelt. Ihr habt auch gesehen, die ganzen Kleinteile habe ich mit der Nadel gut herausbekommen. Wenn ihr so eine Walze habt mit dieser Matte, könnt ihr das natürlich auch benutzen. Da der Schmetterling aber von hinten zu ist, also diese ganzen ausgestanzten Elemente sind so nicht zu sehen, außer kleine Punkte, müsst ihr erst den Schmetterling aus der Form rauslösen und dann mit der schönen Seite auf die Matte legen, sodass ihr die hässliche Seite dann vor euch seht und geht dann mit dieser Rolle über das Element drüber und dann fallen euch diese Kleinteile ebenfalls heraus. Das Papier, was ich für meine Beispiele verwendet habe, ist das dünne weiße Papier in dem gemischten Papierblock mit dem weißen, kraftfarbenen und schwarzen Papier, sodass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, was ich benutzt habe. Hier habe ich ja das neue holographische Papier genommen, was sich super gut zum Stanzen verwenden lässt. Bei diesen Motiven hatte ich bei dem dünnen Papier leichte Schwierigkeiten. Das heißt, ich würde euch bei diesen Motiven grundsätzlich hier empfehlen, das Ganze mindestens 2-mal oder auch 3-mal durch eure Stanzmaschine durchzukurbeln. Zum Schluss möchte ich euch nur noch mitteilen, dass es von der Firma DecoTime insgesamt 12 verschiedene Stanzschablonenmotive gibt. Jedes Set kostet 2,39 Euro. Von diesen kleinen neuen Stanzschablonen für 99 Cent gibt es auf jeden Fall auch viele verschiedene Motive. Wie viele Motive es gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es bei diesen kleinen neuen Motive gibt, die es letztes Jahr bzw. vorletztes Jahr schon gegeben hat. Ich hoffe, dass euch mein heutiges Video zu den Stanzschablonen vom Action gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer sehr über einen Daumen hoch von euch und natürlich auch jederzeit über einen Kommentar.
Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß weiterhin beim Basteln, einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!